Es ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, weil als ich damals begonnen habe mit meiner Selbstständigkeit, habe ich genau das gesucht. Also genau so einen Kurs, der das alles umfasst, was ich jetzt auch anbiete. Also wo es nicht nur darum geht, irgendwelche schnellen Marketingfakten vermittelt zu bekommen, sondern wo es darum geht, Herz und Business zu verbinden. Also Herz und Business ist für mich, Herz ist so das Innere, also wirklich sich selbst zu lauschen, herauszubekommen, was ich liebe, was ich gerne machen will, mit welchen Kunden ich das am liebsten machen möchte, welche Angebote ich am liebsten auch gebe. Und das ist für mich eine Sache auch der inneren Entwicklung und das Verbinden mit dem Business, also nach dem, wie ich nach außen gehe. Also es ist für mich so ein Wechselspiel. Herz und Business gehören einfach zusammen. Und wie gesagt, ich war damals auf der Suche nach genau so einem Kurs, wo so die innere Entwicklung, dem Herzen lauschen und die Businessentwicklung beides drin ist. Und wo es auch wirklich über einen längeren Zeitraum geht, weil ein Business ist ein Prozess. Das ist nicht irgendetwas, Schritt für Schritt. Und einfach auch Zeit braucht und reifen muss und Raum braucht. Und das biete ich halt mit meinem Herzens-Business-Camp auch an, dass ich begleite über ein Jahr, über 12 Monate, weil ich halt genau weiß, man, die eigentlichen Umsetzungsthemen, die Probleme, die Herausforderungen, die sind nicht dann, wenn ich mich damit beschäftige, wie positioniere ich mich, wer ist mein Wunschkunde, was ist mein Herzensangebot, sondern die kommen dann, wenn ich in die Umsetzung gehe. Und wenn ich dann merke, oh, das funktioniert gar nicht, woran liegt es, was kann ich machen? Und genau, damals hätte ich mir genau das gewünscht, wirklich so eine lange Begleitung und diese Kombination aus Marketing und Coaching. Und ich habe es nicht gefunden und ich möchte es jetzt einfach allen Frauen, die da auch auf der Suche sind und das für sich finden wollen und sich begleiten lassen wollen über ein Jahr und ja, bei sich schauen wollen, was sie wirklich wollen, aus ihrem tiefsten Herzen und das auch weitergeben wollen. Und denen möchte ich das jetzt einfach auch so anbieten. Der Austausch untereinander, also dass da Gleichgesinnte zusammenkommen und auch die Möglichkeit haben, sich noch tiefer zu vernetzen, sich noch enger zu vernetzen. Das heißt, ich werde natürlich dann so eine Gruppe auch anbieten, eine Facebook-Gruppe, in der der Austausch stattfindet. Und ich werde es auch fördern, dass die Leute sich vielleicht zu Erfolgspartnern, also zu Buddies zusammenfinden oder zu Teams, je nachdem, was da auch gewünscht wird, und sich nochmal in einem kleineren Rahmen auch intensiver Feedback geben können, austauschen können, motivieren können, weil ich da auch merke, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Stütze auch in meinem Business. In einem geschützten Rahmen deine Themen erstmal besprichst, mit uns besprichst, dir Feedback holst, dir Motivation, dir Inspiration holst. Und da, wo du dich noch nicht traust bei bestimmten Dingen oder dir unsicher bist, dir da auch nochmal den letzten Impuls holst und dich dann letztlich das vielleicht nochmal übst bei uns und dich dann damit raustraust. Und genau das möchte ich halt auch mit dem Herzens-Business-Camp ermöglichen. Nicht allein gelassen, sondern ich bleibe dabei, diese 12 Monate, und stehe für Feedback, für Fragen zur Verfügung. Und es wird ein regelmäßiger Austausch sein. Und genau, also insofern, wenn du dich da wiederfindest, dann fühl dich herzlich eingeladen. Ich sag mal so, wenn du in der Aufbauphase deines Businesses bist, dann bist du bei mir richtig. Wenn du auch gerade in so einer Umstrukturierung, Neufindung, Neupositionierung bist, dann bist du auch bei mir richtig. Und mein Herz schlägt natürlich auch ganz stark. Ich bin selbst Mutter, ich habe 2 Kinder, die sind 4 und 6 Jahre. Und mein Herz schlägt natürlich auch ganz stark für die Frauen und Mütter unter uns, die halt neben dem, was sie jeden Tag halt auch zu bewältigen haben, auch ihr Business gerne aufbauen möchten. Und genauso gut aber auch für diejenigen, die vielleicht im Job stehen und aber auch merken, oh, ich funktioniere da nur noch. Ich habe eigentlich gar keine richtige Lust, jeden Tag mich da zur Arbeit zu bewegen. Und das ist überhaupt nicht das, was meinem Leben Sinn gibt und was ich gerne beitragen möchte in der Welt.
und die da überlegen, ich mache jetzt das, was ich gerne mag, da, wo ich einen Sinn drin sehe, da, wo ich mich einbringen kann mit meinen ganzen Talenten und Gaben, die ich habe, da möchte ich jetzt einfach ein Business entwickeln und das auch erstmal nebenbei. Also auch für die ist das Herzensbusiness Camp. Ich freue mich auf alles. Genau. Ich freue mich drauf jetzt, wenn es das erste Mal losgeht. Und wirklich sind schon ganz tolle Teilnehmerinnen an Bord und mit denen gemeinsam loszugehen, zu starten, da wirklich zu sehen, dass, wie sie ins Tun kommen und immer mehr ins Tun kommen, sich da entwickeln und den Weg zu begleiten. Also das ist so das, wo mein Herz auch aufgeht, wo, wenn auf einmal so diese Aha-Momente da sind, wow, so, ja, genau das ist es und es ist ja und das kann ich und das mache ich und genau diese Momente mitzuerleben, diese Momente zu begleiten und auch natürlich so ein bisschen zu fördern, genau ist das, also das ist halt das, wo mein Herz aufgeht. Dranbleiben und dann irgendwann zurückzuschauen und zu denken, wow, das habe ich jetzt schon alles in diesen Wochen, in diesen Monaten alles schon erarbeitet und geschafft und ja, da auch einfach gemeinsam zu feiern und sich zu freuen, was erreicht wurde und ja, das ist das Schöne, denke ich, auch an meinem Job, einfach das zu sehen, das mitzuerleben, wie es auf einmal Klick macht, wie jemand dann auf einmal so erkennt, was aus seinem tiefsten Innersten einfach auch heraus will in die Welt und das dann auch umsetzt und ja, das ist einfach nur wunderschön. Ich auch immer noch, also die bin ich auch ich selbst, ne, aus mir selbst heraus halt das auch zu machen, da auf mein Herz zu hören, das finde ich schon auch wichtig. Und also es gibt für mich unzählige Inspirationsquellen. Das war eine gute Frage, weil ich habe auch geguckt, was ist denn eigentlich meine Inspiration? Also gibt es da irgendwie so eine große Inspiration für mich? Und es sind ganz viele Dinge. Das ist so wichtig, um den Mut zu haben, dann damit auch wieder nach draußen zu gehen. Und genau das ist ja auch das, was ich in meinem Herzensbusiness Camp dann auch anbieten will. Also, und da für dich die Klarheit, die Freude und die Leichtigkeit zu finden, um mit dem, was du wirklich liebst und aus dem Herzen willst, ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen und deine Erfolge zu haben und deine Erfolge zu feiern. Das ist das, was ich mir wünsche. Und wenn du dir das auch wünschst, wenn du im Aufbau deines Business bist, wenn du in der Neupositionierung bist, wenn du einfach dein Business erfolgreich entwickeln willst und zum Blühen bringen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, komm zu mir ins Herzens-Business-Camp und ich freue mich total auf dich und ja, ich denke, wir werden da eine schöne gemeinsame Zeit haben und ja, schau vorbei. Ganz genau.